Sprechstunde ist morgen wieder. Es dauert nicht lange. Eins muss ich wissen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Was? Was müssen Sie wissen? Ist Charlotte in meinen Bruder verliebt? Ja oder nein? Das ist ein Aufnahmegerät. Hör dir das mal an. Ich will nicht Samia. Ich will ihr Geld. Ach, warum das denn? Weil ich Jana Schneider liebe und nicht Samia. Das hat er gesagt? Das glaube ich nicht. Du hast ihn provoziert. Das kann er nicht so gemeint haben. Samia, glaub mir, das macht mich auch nicht glücklich. Er hat auch noch gesagt, dass er mich liebt. Dass er mich über alles liebt. Ich wollte, dass er endlich Farbe bekennt. Er hat's nur aufs Geld abgesehen. Und du die Wahrheit erfährst. Deshalb das Aufnahmegerät. Er hat mir die ganze Zeit was vorgespielt. Wo willst du hin? Er soll's mir ins Gesicht sagen. Er soll mir dabei in die Augen sehen. Glaubst du im Ernst, dass das was bringt? Dann spiele ich ihm halt das Tonbandgerät vor. Denk doch mal nach, Samia. Er wird das leugnen. Er wird wahrscheinlich behaupten, dass ich das Ding irgendwie manipuliert habe. Was weiß ich. Das bringt nichts. Trotzdem, ich muss ihn einfach Außerdem, ich bitte dich, dass die Sache unter uns bleibt. Es ist nicht die feine englische Art, andere Menschen aufzunehmen. Und wenn er es doch irgendwie anders gemeint hat? Denk doch mal an Johann Gruber. Hättest du gedacht, dass er deinen Vater umgebracht hat? Nein. Und jetzt sieht es so aus, als ob es war. Was ich damit sagen will. Wie gut kennen wir eigentlich die Menschen, die wir lieben? Wenn es um so viel Geld geht, kennen wir keinen richtig gut. Bitte aber wahr. Sie stellen Fragen. Sicher, Ihr Bruder macht den Frauen schöne Augen. Sogar die Hildegard. Eiern Sie nicht so herum. Was hat Charlotte zu Ihnen gesagt? Nichts, was ich hier wiedergeben möchte. Anfangs, Sie schätzen doch meine Ex-Frau. Ohne Frage. Sie hatten stets eine enge Verbindung, die mir oft, ehrlich gesagt, nicht gepasst hat. Ja? Sie müssen Charlotte vor meinem Bruder schützen. Er hat es mir selbst gesagt, ohne Skrupel. Er will mich ruinieren, er will den Fürstenhof. Also mit Verlaub, Sie sind eifersüchtig. Und da läuft man schon einmal Gefahr, dass man das eine oder andere überinterpretiert. Da muss man gar nichts überinterpretieren. Alfons, soll ich jetzt auf den Knien vor Ihnen rumrutschen, damit Sie endlich den Mund aufmachen? Nein. Sie sollen nur akzeptieren, dass ich grundsätzlich nicht über Dinge rede, die man mir anvertraut hat. Ja, der heilige Alfons. Lasst euch die anderen ins Unglück rennen. Hauptsache, ich habe ein gutes Gewissen dabei. Großartig. Ja, sonst noch was? Und wieder gleich eingeschnappt. Alfons, soll ich es bei Ihnen herausprügeln? Sagen Sie es endlich. Liebt Charlotte meine Bruder? Also... Es ist die Wahrheit. Dieses Schwein, dieses intrigante Schwein! Und wenn seine Gefühle doch ehrlich sind? Ach, wenn er uns Geld für das Hotel geliehen hat, vertraut sie ihm blind. Wir müssen was unternehmen. Sie müssen mit Charlotte sprechen. Und Sie meinen, das hilft? Da lösen sich alle Probleme in Luft auf? Mein Gott, sind Sie naiv. Naja. Ich gehe dann mal in meine Arbeit. Na, gehen Sie nur. Nicht mit mir, André. Nur über meine Leiche. Sie einen Knopfler gesehen? Senior oder Junior? Meinen Sie, ich suche den Junior in der Küche? André macht eine kurze Pause. Vor dem Mittagsgeschäft? Mit Frau Seifert. Ach, und wo sind die hin, die zwei? Ja, das hat er mir natürlich nicht gesagt. Aber warum? Ich meine, hat er Ihnen verraten, wann er gedenkt, wiederzukommen? Worum geht's denn? Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Wir werden sicher die afrikanische Woche besprechen. Also wenn es um den Diätplan geht von Frau Nischel, da wissen wir schon alle Bescheid. Nein, ist schon gut. Was
sitzen Sie doch. Die hat vielleicht Manieren. Yeah. Was ist mit dir los? Die wollte wissen, wo der Küchenchef steckt. Und, wo steckt er? Der macht einen Spaziergang mit Charlotte. Und das hat er gar nicht gepasst, dieser aufgescheuchten Henne. Mitten in der Arbeitszeit. Manchmal frage ich mich. Danke, ich kann schon alleine stehen. Was fragst du dich? Der André und die Marquardt. Ja, die können sich nicht sonderlich gut leiden, und? Ganz im Gegenteil. Das täuscht, das denkst du nur. Da ist was, ich spür das. Hildegard, hör auf. Ich kann heute keine Hirngespinste mehr brauchen. Sieh sie mir nicht gleichgültig und umgekehrt genauso. Erklär mich für verrückt, aber da läuft was. Nein, Hildegard, du bist gewaltig auf dem Holzweg. Na, du kennst mich doch. Ich hab doch eine Antenne für sowas. Die haben was miteinander. Jede Wette. Seine Gefühle waren doch irgendwann echt. Das waren sie doch, oder? Doch. Doch, da bin ich mir ganz sicher. Und dann? Was ist passiert? Wieso sagt er mir nicht, dass er sich in diese Schneider verliebt hat? Ich habe die Aufnahme selbst gehört. Ich muss mir gar nichts mehr vormachen. Samia, störe ich? Hey. Was ist denn mit dir? Gregor liebt mich nicht. Er hat's die ganze Zeit nur aufs Geld abgesehen. Hat er das gesagt? Jemand anderem. Und du glaubst diesem jemand? Ich hab doch die Tonbandaufnahme gehört mit seiner Stimme. Ich hab's selbst gehört. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe immer so große Stücke auf Gregor Bergmeister gehalten. Das ist ja noch nicht alles. Er hat sich auch noch in eine andere Frau verliebt. Was soll ich denn jetzt machen? Vor allem nicht deine Würde verlieren, Samia. Auch wenn es dich deine ganze Kraft kostet. Ich soll ihn nicht zur Rede stellen? Ich habe so eine Wut auf den ich... Was glaubst du, wie es mir vor Wochen ging? Bei Hans Blankenfels. Wie kann man einen Menschen, der einen aufrichtig liebt, so betrügen? Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich muss ihn sprechen. Er soll mir ins Gesicht sagen, was er sich dabei denkt. Kein Problem, Frau Rieck. Ich hinterlege Sie Ihnen an der Rezeption. Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Max, das ist ein Rezept für Frau Rieck aus der Junior Suite. Sie holt es später ab, okay? Alles klar. Dankeschön. Na, da ist ja jemand gut gelaunt. Oh, ich habe so viele nette Patienten. Ach so, ich dachte, es hätte mit einer netten jungen Dame zu tun. Sprechen Sie zufällig von Samia? Meine Lippen sind versiegelt. Schönen Tag noch. Moment, was wissen Sie, was ich nicht weiß? Ich wünsche Ihnen einfach beiden viel Glück. Danke, aber... Das reicht ja schon, wenn ich Pech habe, oder? Heißt das, Samia gibt mir noch eine Chance? Hat sie das gesagt? Frau Tarasch, bitte. Ich dachte, Sie beiden hätten das geklärt. Wissen Sie was, Sie vergessen einfach, was ich gerade gesagt habe. Manchmal rede ich einfach zu viel. Nein, nein, Sie erzählen mir jetzt bitte sofort, was Samia gesagt hat. Ich glaube, es ist besser, wenn sie das selber macht. Sie können mich doch jetzt nicht hier so stehen lassen. Naja, können Sie sich nicht denken, was Samia gesagt haben könnte? Dann gibt sie uns tatsächlich noch eine Chance. Ihre Vermutungen gehen in die richtige Richtung. Entschuldigung, nein, aber Sie wissen gar nicht, wie glücklich Sie mich gemacht haben. Doch, ich sehe es. Aber kein Wort zu Samia. Ausgeschlossen, ich verspreche es Ihnen. Also... Thank you.
Frau Sonnbichler hat erzählt, du warst heute spazieren? Deinem Tonfall entnehme ich, dass du auch schon weißt, mit wem. Und, war's schön? Wenn du die Natur meinst, fantastisch. Wenn du Charlotte meinst, ja, ich mache Fortschritte. Und die da wären? Was suchst du da eigentlich? Kriegst du dir schon aus der Hand? Schenkt sie dir demnächst den Fürstenhof? Warum so ironisch? Ah, oh, du riechst ja nach ihr. Wie kannst du denn dieses Parfum ertragen? Ist noch Kaffee da? Ja, im Schrank. Sie kommt heute Abend zu mir. Um mit dir zu schlafen? Fiona, Charlotte ist doch keine Frau, die sich zum Sex verabredet. Oh nein, dafür ist Madame ja viel zu vornehm. Hm? Die habe ich gesucht. Heißhunger auf Schokolade? Ja, ich kann es mir schließlich erlauben. Also, willst du mit ihr schlafen? Heute Abend oder morgen Abend? Keine Ahnung, wenn es soweit ist. Muss das wirklich sein? Mir gefällt die Vorstellung, wie Charlotte Werner eröffnet, dass sie den Abend oder sogar die Nacht mit mir verbracht hat. Der wird kochen. Ja, wie ich mich fühle, ist dir völlig egal. Wir sind verheiratet. Und egal ist mir gar nichts. Warum spüre ich davon nichts? Ich ziehe das jetzt durch. Wenn ich mit dir schlafen muss, dann mache ich das. Ende. Und was ist, wenn du Gefallen dran findest? Ich liebe dich. Und nur dich. Du musst mir vertrauen. Habe ich eine Wahl? Ja, bitte. Hallo. Komm doch rein. Oder hast du es dir gerade anders überlegt? Samir, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Alles ist möglich, alles, was wir uns wünschen. Stimmt. Mit 8 Millionen kommt man ziemlich weit. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, ganz im Gegenteil. Du warst sehr ehrlich. Was ist denn los mit dir? Hältst du mich wirklich für so naiv, dass ich dir immer wieder vertraue? Samir... Du bist so ein Heuchler. Also ich weiß nicht, aber ich finde den Vorhang nicht gerade männlich. Dann passt er doch super zu dir. Und die Teile, die gehen ja gar nicht. Hat irgendjemand schon Hunger? Wieso? Ich dachte, du magst Schmetterlinge. Aha. Hauptsache, du bist zufrieden und deine Spießeranzüge hängen auf 3 Meter Breite in Reihe und Glied. Freund, Vorsicht. Ja? Sei froh, dass ich dich hab mit einziehen lassen, nachdem du mich ausboten wolltest. Also, hat jetzt jemand Hunger oder wollt ihr weiter streiten zu eurem Einstand? Essen? Ja, klar, immer. Was hast du denn im Angebot? Pasta mit Sauce Bolognese. Ich hab extra Bio-Faschiertes gekauft. Hackfleisch, wie ihr dazu sagt. Pasta habt ihr doch da, oder? Ja, ein Traum. Ich liebe dich. Also für mich nicht, danke. Ich mache mir später lieber selber was. Ah ja, das kenne ich schon. Und dann wollen Sie nur mal eben kosten und essen uns alles weg. Ich plane Sie lieber gleich mit ein. Brauchen Sie nicht, danke. Ihr könnt dann später abspülen. Oh Mann, diese blöden Dinger, die gehen ja gar nicht weg. Macaroni oder Spaghetti? Die dünnen. Und was sagen Sie? Ich sag's gern nochmal, für mich nichts. Danke. Soll ich Ihnen mal verraten, was mein Biohack gekostet hat? Da würden Sie ohnmächtig werden. Ja, aber für glückliche Kühe und... Ja, und für ein gutes Essen ist mir nichts zu teuer. Ich nehme die Macaroni. Die mag ich nämlich am liebsten. Ist doch perfekt, wenn sie für uns kocht. Wir loben sie und lassen eine hübsche, liebe kleine Gewohnheit daraus werden. Mhm. Mit Verantwortung ist es nicht so, ne? Also ich verstehe jetzt den tieferen Sinn deiner Frage, nicht? Pass auf, ich erklär's dir. Du lässt gern andere für dich arbeiten. Ach komm schon, Emma kocht doch gern. Warum soll ich ihr den Spaß verderben? Warum bist du jetzt so weit weg? Und sagst solche Sachen? Es macht jetzt keinen Sinn zu reden, ich gehe jetzt besser. Dieser Kronleitner hat dir irgendeinen Mist erzählt, richtig? Was hat er gesagt? Die Wahrheit. Du meinst seine Wahrheit.
Und die wäre? Ihr habt geredet? Genau. Und ihm gegenüber hast du zugegeben, dass du dich in diese Jana Schneider verliebt hast? Bitte! Und jetzt hast du es auch noch auf mein Geld abgesehen! Ach, das ist doch unglaublich, diese... Und das glaubst du ihm? Dass ich es auf dein Geld abgesehen habe? Das ist ein Witz, oder? Ich habe nicht erwartet, dass du es zugibst. Es würde keiner. Samia, ich hab's doch nicht auf dein Geld abgesehen. Ich liebe dich. Ich hab dich schon geliebt, bevor du diesen Diamanten hattest. Du lügst. Wie kannst du denn diesem Mistkerl mehr glauben als mir? Weil ich... Was denn? Ach, vergiss es. Das darf nie wahr sein. Wenn's um viel Geld geht, dann verändern sich die Menschen. Du bist die Einzige, die sich verändert. Du leidest unter Verfolgungswahn. Was interessiert mich denn dein blödes Geld? Lassen wir's. Ja, lassen wir's. Wenn du diesem blöden Typen mehr glaubst als mir, dann hat's sowieso keinen Sinn. Dann vergisst doch auch gleich alles, was je zwischen uns war. Keine Sorge, hab ich schon. Sollte noch aus? Wo willst du denn hin? Dein Bruder hat mich eingeladen und du? Was und ich? Also ich habe heute Abend nichts vor, wenn du das meinst. Du solltest auch mal wieder unter Leute. Auf scheinheilige Dummschwätzer, die mir Honig ums Maul schmieren, kann ich gut und gerne verzichten. Offenbar im Gegensatz zu dir. Wie du meinst, Werner. Ja, ist das ein neues Parfum? Du hast keinen blassen Schimmer, wer und vor allem wie André ist. Dir geht es doch immer nur um Konkurrenz, Missgunst, Argwohn. Das sagt die große Menschenkennerin. Gut, du bist die bessere Seele von uns beiden, unbenommen. Aber du bist auch grenzenlos gutgläubig. Sag der Mann, der mit einer Mörderin verheiratet war. Da war ich so verblendet wie du jetzt. Werner, hör auf. Deine Erfahrung mit Blankenfeld? Du hast eine große Liebe geglaubt und was war? Weißt du, was ich nicht will? Mein Glück verpassen. Aus lauter Angst, ich könnte wieder verletzt werden. Dein Glück? Ist es schon soweit, ja? Du bist also allen Ernstes verliebt. Na, bravo. Meine Frau... Ex-Frau. ...ist in meinen Bruder verliebt. Er nutzt sich nur aus. Er ist ein Intrigant. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? André ist ein feiner, sensibler und ausgesprochen liebenswerter Mensch. Das ist er eben nicht! Charlotte, bitte! Was soll ich noch machen? Schneid dir mal ein Scheibchen von ihm ab. Lecker. Also von mir aus kannst du das ruhig häufiger machen. Schmeckt es Ihnen auch, Herr Konopka? Ja, ganz hervorragend sogar. Aber ich finde, das mit dem Herrn, das sollten wir jetzt langsam mal lassen. Ja, Simon, das reicht. Gern, Emma. Also noch einen Schuss Ketchup dazu und die Sache wäre perfekt. Du spielst mit deinem Leben. Also wenn es so ist, dann ziehe ich den Vorschlag sofort zurück. Setz dich doch endlich. Was ist das denn? Nichts. Leg's hier einfach beiseite, aber vorsichtig bitte. Sie? Wer ist denn sie? Du spielst doch nicht etwa Geige? Wasser oder lieber Apfelsaft? Oder ist da vielleicht eine wertvolle chinesische Vase drin? Diebesgut. Eieieiei. Finger weg. Ja, los, mach mal auf. Ja, ich muss wissen, mit wem ich Bart und Kühlschrank teile. Der Kasten bleibt zu. Jetzt bin ich aber gespannt. Doch eine Geige. Na und? Noch nie eine gesehen. Die sah alt aus. Ich hab die von meinem Opa. Dann muss sie aber wertvoll sein. Sag mal. Hat dich dein Opa überhaupt gekannt? Ich meine, was soll so ein Typ wie du mit einer Geige? Wollt ihr nicht einfach weiter essen? Ist dir das etwa peinlich? Warum sollte es denn? Wasser oder Apfelsaft? Ich glaube, so cool wie er immer tut, ist er überhaupt nicht. Können wir jetzt bitte weiter essen? Thank you.
Du, ich habe heute mit der Tanja telefoniert. Ach. Der Kleine kann schon ein bisschen lachen. Okay. Ja. Und die hat sich sehr glücklich angehört. Das freut mich. Und sonst? Hast du was Neues rausgefunden von deinem Herrn Chefkoch und der Frau Marquardt? Nee. Aber das stimmt trotzdem. Also ich habe mir die Sache mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, ja. Und dabei hast du festgestellt, dass deine Frau mal wieder Gespenster sieht. Genau. Woher weißt du das? Weil es nicht in dein geordnetes Weltbild passt. Geordnetes Weltbild? Überleg doch einmal selber. Die Marquardt ist zwar ein Biest, aber sie ist attraktiv. Ja. Und der Konopka ist ein Mann in den besten Jahren. Ist witzig, charmant, sieht gut aus. Naja, so gut auch wieder nicht. Und bei den beiden hat's von Anfang an geknistert. Die wollten sich von Anfang an gegenseitig die Augen auskratzen. Eben. Reibung erzeugt Wärme. Das ist ein Naturgesetz. Ja, das wäre ja. Das wäre ja. Das wäre einfach nur infam. Was regst du dich so auf? Bloß weil die das geheim halten? Nein. Sondern? Alfons. Die Charlotte hat sich in den Konopka verliebt. Nee. In den André? Ja. Na, Mahlzeit. Hildegard, kein Wort zu niemandem. Und er? Na, er macht dir wie verrückt den Hof. Und du vermutest, dass er was mit der Marquardt hat. Jetzt verstehe ich das. Mensch, das wäre ja eine Katastrophe. Vorausgesetzt, dass du recht hast mit deiner Theorie. Wie oft habe ich mich schon geirrt? Ich wünschte öfter. Auf uns. Auf das, was die Zukunft uns bringen mag. Hast du schon Appetit? Was kredenzt du uns denn? Als Aperitif gibt es einen Tanz. Darf ich bitten? Du willst jetzt tanzen? Sagen wir so. Ich möchte dir ein bisschen näher sein, sonst werde ich nur verrückt. Ich liebe dein neues Parfum. Ja? Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Entschuldige, ich wollte dich nicht überfahren. Ich dachte, dann essen wir doch einfach. Entschuldige, ich habe einfach zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Hans Blankenfels. Und nicht zu vergessen Werner. Aber ich bin nicht wie mein Bruder, das glaubst du mir doch wenigstens. Werner kann nicht mal ein Spiegelei braten. Er leitet ein Hotel. Der Chef ist immer nur so gut wie seine Mitarbeiter. Charlotte, ich werde dich zu nichts drängen. Wir haben alle Zeit der Welt. Danke. Und wenn wir hier in 3 Jahren noch sitzen und nichts weiter tun, als gute Gespräche führen. Lügner. Was soll ich denn machen? Können Sie das hier noch mal auffüllen, bitte? Guten Abend. Du und ich hier, das passt ja. Bitte? Nichts. So, schönen guten Abend, Herr Seinfeld. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Cognac. Ja. Und? Ganz allein hier? Och, ich dachte, ich mische mich mal unter das Volk. So, einen Cognac, bitte sehr. Ja. Ist denn Charlotte an die Oper gegangen? Sie wollte doch 2 Tickets von einem Gast kaufen. Nein. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Kollege übernimmt. In die Oper, dieser Kulturbanause. Ja, mein Bruder. Sag bloß, ist dir noch nicht aufgefallen, wie er sich an Charlotte ranmacht. Ich denke, der ganze Fürstenhof spricht schon darüber. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum du dir das gefallen lässt. Soll ich ihn etwas zum Duell herausfordern? Das würde Charlotte bestimmt gefallen.
Du liebst sie noch, hm? Dann lass dir das nicht gefallen. Sie ist nicht mehr mit ihr verheiratet. Sie kann tun und lassen, was sie will. Du meinst, eine Ehe schützt davor, betrogen zu werden? Wenn sie noch meine Frau wäre, würde sie sich das nicht erlauben. Diese Freiheiten. Niemals. Sie war immer treu. Charlotte war eine gute Ehefrau. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Was weißt du schon von der Ehe? Ich schwöre, es war genauso, wie ich es erzählt habe. Die wollte mir in die Wäsche. Na, freu dich doch. Hätte ich ja. Aber die war 20 Jahre älter, 20 cm größer und 20 Kilo schwerer. Also genau dein Typ. Ich muss dann mal langsam los, glaube ich. Auch wenn es bei euch so gemütlich ist. Tja, du hättest ja hier einziehen können. Du, ich wohne gern bei den Sonnenbichlers. Die sind total herzlich. Ach, ich mag die doch auch. Obwohl sie manchmal nerven können. Was meinst du? Soll ich nicht noch eine Flasche aufmachen? Ach, lass mal du, sonst komme ich morgen nicht mehr raus. Ja, komm, gib mal her. Also, soweit ich weiß, bist du so unmusikalisch wie dieser Kasten hier, hm? Ich muss sehr bitten, ja? Wer behauptet denn sowas? Ben? Ach, was weiß der Typ schon von Geigen? Jetzt pass mal auf, ich zeig dir mal, wie das geht. Ja, schnall dich an, junge Frau, pass auf. Noch lachst du. Bist du fertig geworden? Finger weg von meiner Geige, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Mann! Mensch, Ben, das war doch bloß Spaß. Die ist wertvoll, ich will nicht, dass sie jemand anfasst. Ja, Mensch, ist ja gut. Wir haben es kapiert. Dreimal darfst du raten, was es zum Nachtisch gibt. Ich ahne es. Das wunderbare... Parfait Charlotte. Aber ich brauche eine kleine Pause. Es war einfach zu köstlich. Darf ich jetzt bitten? Mit Vergnügen. Was für ein schöner Abend. Hast du jemanden? Nein. Werner. Na, ich hoffe, ich störe nicht. Frau Mark, was gibt's denn so spät? Guten Abend, Frau Seifeld. Guten Abend. Also, Sie hätte ich hier nicht erwartet. Entschuldigung, ich wollte nicht indiskret sein. Ja, wie ich sehe, störe ich. Hm? Was ist denn so dringend? Es geht um eine wichtige Lieferung. Ich fürchte, da ist was richtig schief gelaufen. Und zwar ganz gewaltig schief. Das kann doch bis morgen warten. Nein, kann es leider nicht. Ja, wenn das so ist, Arbeit geht natürlich vor. Nein, bitte nicht. Ich bin überzeugt, die Angelegenheit kann warten. Lass nur und danke für das tolle Essen. Charlotte. Schon gut. Sag mal, hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Ich habe auch noch ganz viel Schokolade im Schrank. Glaubst du diesem Philipp Kronleitner mehr als Gregor? Ich hab's doch selbst gehört. Samia, bist du dir sicher, dass es seine Stimme war auf dem Tonband? Ganz sicher. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Er liebt dich doch. Das habe ich auch gedacht. Hey, red noch mal mit ihm. Ich bin mir sicher, dass er nichts mit dieser Polizistin hat. Und dass er nur auf dein Geld aus ist, ist der größte Schwachsinn. Warum sagt er dann sowas? Er ist doch kein Lügner. Meine Güte, vielleicht haben die beiden sich mal kurz geküsst, aber das war's dann auch. Ach, sag mal, wieso verteidigst du ihn eigentlich auf einmal? Vielleicht, weil du deinen Freund auch betrogen hast? Naja, aber egal, was rege ich mich überhaupt so auf? Ist doch alles überhaupt nicht so schlimm, oder?
Danke für den Tee. Samir, warte doch mal. Wieso? Du verstehst mich doch sowieso nicht. Ich bin einfach nur anderer Meinung. Ich habe ihn selbst erlebt, wie er sich gefreut hat. Seine Gefühle sind echt. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist jemand, der ihn auch noch verteidigt und beschützt. Das haben wir doch schon 100 Mal besprochen. Kannst du dich nicht ein bisschen beherrschen? Und getrunken hast du auch genug. Und? Hast du sie geküsst? Du bist ja rechtzeitig dazugekommen. Wolltest mit ihr schlafen, oder? Nicht schon wieder. Fiona heißt dich zusammen. Mein Gott, ich liebe dich. Ich dich auch. Meinst du, es macht mir Spaß? Die Zeit, die ich hätte bei dir sein können. Was hat sie? Irgendwas muss diese Frau doch haben. Nichts. Hör auf. Wir müssen unseren Plan weiterverfolgen. Ach, du und dein verdammter Plan. Charlotte darf keinesfalls erfahren, dass wir was miteinander haben. Miteinander haben? Wir sind miteinander verheiratet. Ja, dann gut eben verheiratet. Du bereust die Hochzeit, hä? Fiona, ich kann's nicht mehr hören. Ja, okay. Reg dich ab. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Und das ist doch nur, weil ich dich mit keiner anderen teilen möchte. Deswegen. Entschuldigung, ich hab's nicht früher geschafft. Mir kam eine Glühbirne dazwischen. Stell dir mal vor, es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, wie man solche Dinge reinschaut. Das interessiert mich nicht. Ich hoffe, ich krieg keinen Ärger, dass ich hier als Angestellter frühstücken komme. Sag mal, was hat eigentlich Gregor zu dir gesagt? Der ist fix und fertig, weil Samir nichts mehr von ihm wissen will. Moment mal, ich hab nur zu Samir gesagt, was ich denke. Und offensichtlich glaubt sie mir mehr als ihm. Warum sollte sie das tun? Isst du das noch? Hör mal zu, die zwei, die lieben sich. Das kannst du nicht kaputt machen. Erstens, ich hab nichts mit Gregor. Hättest du aber gerne. Und zweitens ist er sicher nicht hinter ihrem Geld her. Sie hat's ihm aber zugetraut. Ich meine, mich wundert das ja auch. Aber nimm's doch einfach als Test. Und die beiden haben ihn nicht bestanden. Ach, du bist doch widerlich. Jetzt hast du freie Bahn, freu dich doch einfach. Ja, aber doch nicht so. Spinnst du jetzt total? Willst du die große Liebe verpassen? Zum Lieben gehören immer zwei. Ja, und sehr viel Vertrauen. Was unsere beiden Hübschen nicht mehr zueinander haben. Oh. Du hättest mal Gregor erleben sollen. Jetzt entspann dich doch mal. Wir hatten alle schon mal Liebeskummer. Ich will, dass er mich um meiner selbst willen liebt. Und nicht, weil er Samir nicht mehr haben kann. Kapier das jetzt endlich. Das habe ich längst verstanden. Ich wünsche dir viel Glück. Danke für das Croissant. Mondsemmeln hat's leider keine mehr gegeben. Komm, tanz mal mit mir. Was jetzt? Mir ist gerade so danach. Dicker, auf nüchternen Morgen. Du, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Wie gut wir beide haben. Die arme Charlotte, das ist doch ein einziges Auf und Ab. Ja, sie hat wirklich nicht sehr viel Glück mit ihren Männern. Na. Weißt du auch, warum nicht? Weil sie den einen, den ganz besonderen damals, den sie hätte haben können, nicht genommen hat. Gott sei Dank. Meinst du mich? Die tut mir leid. Ich würde ihr gönnen, dass sie noch mal so richtig glücklich wird. Ach komm schon. Na komm! Ich hab dir doch schließlich auch ein Kompliment gemacht. Ach, und deshalb soll ich jetzt vorm Frühstück schon Walzer tanzen, hä? Ja? Ja. Ach, Mai. Ich
würde jetzt eigentlich gern die Nachrichten im Radio hören. Ich aber nicht. Ach komm, Hildegard, jetzt sei nicht wieder. Was du aber auch für Ideen hast in aller Herrgottsfrüh. Wirst schon was sehen. Vielleicht hat sie ja persönliche Probleme. Wie gut kennst du sie denn? Kaum. Sie ist eine attraktive Frau. Was war eigentlich mit dieser Lieferung? Ein Missverständnis. Frau Marquardt ist manchmal etwas überengagiert. Beruflich oder auch privat? Privat? Weißt du, dass sie was von mir will und deshalb an der Tür stand? So habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Nein. Ich werde mal mit ihr reden. Es geht nicht an, dass sie nachts männliche Angestellte dienstlich belästigt. Also sie hat sich heute Morgen entschuldigt. Vielleicht sollten wir es dabei belassen. Wichtig ist doch, dass wir diesen Abend wiederholen. Hast du immer noch nicht genug von mir? Wann glaubst du mir endlich, dass ich es ernst meine? Ich liebe dieses Lächeln. Aber vielleicht sollten wir uns nicht im Fürstenhof treffen. Muss ja nicht jeder wissen, dass wir... Charlotte? Entschuldige. Ich musste nur noch mal an Frau Marquardt denken. Was ist das bloß für eine Frau? Guten Morgen. Frischer Kaffee. Willst du nicht langsam mal aufstehen? Was riecht denn hier so? Dein frisch gebrühter Kaffee, mein Freund. Nimmst du immer so viel Rasierwasser? Dann können wir einen toten Elch aufwecken. Entschuldige mal. Ich war gerade unter der Dusche. Was ist mit dir? Musst du nicht arbeiten? Ich habe erst Spätschicht. Boah. Kaffee am Bett, was für ein Service. Na, eigentlich wollte ich mich bei dir entschuldigen. Für die Geschichte gestern mit der Geige. Tja, aber jetzt hast du über mein Rasierwasser gelästert und da möchte ich nicht mehr. Dafür ist dein Kaffee super. Ist noch mehr Milch da? Ja, Kühlschrank. Mir tut's auch leid. Ich hätte nicht so einen Aufriss machen müssen. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Meinst du, du könntest mir vielleicht noch ein bisschen Milch holen? Nee, kann ich nicht. Okay, kein Problem. Hey, kaufst du heute ein? Ja, ich mach den ganzen Kühlschrank voll. Und ich räume hier auf. Also, wird doch. Chef nicht da? Der kommt gleich wieder. Kein Problem, ich warte. Oh, einen schönen guten Morgen. Schmeckt's? Also dein Parfait Charlotte, ein Gedicht. Was gibt's? Ich muss arbeiten. Heute etwa kein Oberwasser? Soll ich das abzeichnen? Charlotte war recht früh zurück. Kein schöner Abend. Danke der Nachfrage. Deine Ex-Frau kann ja richtig aus sich herausgehen. Wer hätte das gedacht? Ein richtiger Vulkan, deine Charlotte. Netter Versuch.
Wir haben vor einer Pleite, trotz aller Vulkane. Ja. Charlotte wird nicht auf dich hereinfallen, dazu ist sie viel zu intelligent. Abwarten. Am Ende gehört sie mir, wie alles hier. Gib's auf, bevor du dich lächerlich machst. Alfons, warum bist du wirklich gekommen? Die Post hole ich mir doch sonst auch selber. Es fällt mir nicht leicht, Charlotte, aber ich muss dich warnen. André? Nicht du auch noch. Keiner scheint meinen gesunden Menschenverstand zuzutrauen. Ja, wir machen uns eben Sorgen. Wir? Gestern hast du dir noch keine Sorgen gemacht. Hat Werner dich geschickt? Nein. Aber ihr habt über mich geredet. Ja, die Situation ist nicht einfach für deinen Ex-Mann. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, das ist klar, aber es gibt da noch eine andere Sache. Und sie betrifft die Frau Marquardt. Und die wäre? Die Hildegard glaubt, dass die Marquardt und der Konopka, also, dass die was miteinander haben. Ach, wie kommt sie darauf? Du kennst die Hildegard, sie schnappt viel auf, dann ihre Intuition. Natürlich übertreibt sie auch manchmal. Also ich will wirklich niemanden. Hat sie etwas Eindeutiges gesehen? Nein, nicht direkt. Sehr ehrlich. Du denkst, er meint es nicht ernst mit mir. Ich wollte nur, dass du das weißt. Gut. Denken wir mal ganz nüchtern. Warum sollte er das machen? Nur um seinen Bruder zu ärgern? Kann es um Geld gehen? Du meinst, er will mich ausnehmen? Dann hätte er uns wohl kaum so viel Geld geliehen. Nein. Charlotte, pass einfach auf dich auf. Ich möchte nicht, dass du schon wieder enttäuscht wirst. Dumm genug wäre ich ja. Er ist so wahnsinnig aufmerksam. Zu charmant. Ja, die Hildegard hat sich schon oft getäuscht. Öfter als ich. Ich hätte übrigens noch 20 Minuten. Dann müssen wir leider verschieben. Bist du mir noch böse? Fällt mir schwer, wenn ich dich so ansehe. Nein, im Ernst, Fiona. Ich kann die Finger nicht von dir lassen und du nicht von mir. Aber das ist zu gefährlich. Ich halte es für besser, wenn du für einige Zeit den Fürstenhof verlässt. Ich soll was? Ich soll hier weg? Können wir das bitte ganz sachlich besprechen? Ich soll hier verschwinden, damit du freie Bahn für die Saalfeld hast? Das kannst du vergessen. Doch, das wirst du. Aber wie redest du mit mir? Wegen dir ist gestern fast alles aufgeflogen. Du hast dich nicht mehr im Griff. Merkst du das nicht? Das habe ich mir aber anders vorgestellt mit uns. Meine Güte, es gibt keinen Honeymoon. Jetzt geht's um andere Sachen. Ja, du bist doch völlig besessen von deiner Rache an Werner. Was ist eigentlich damals alles zwischen euch vorgefallen, hä? Das geht dich nichts an. Oh, Entschuldigung, dass ich dich gefragt habe. Fiona, bitte beruhige dich. Fiona. Hallo. Wie geht's dir? Ich hab mich schon mal warm gemacht. Hast du mit ihm gesprochen? Er streitet alles ab. Das war ja nicht anders zu erwarten. Hast du ihm denn von der Aufnahme erzählt? Nein. Ich hab noch genau seine Liebeserklärung im Ohr. Sein Blick, seine Augen. Von denen ich geglaubt habe, dass sie niemals lügen könnten. Ich wäre ihm bis ans Ende der Welt gefolgt. Das Leben ist manchmal hart. Jana ist schon sehr hübsch. Ein ganz anderer Typ als ich. Der Mann liebt offensichtlich die Abwechslung.
Leonie hat mal zu mir gesagt, dass Gregor gar nicht mehr richtig lieben kann, weil er selbst schon zu sehr verletzt wurde. Vielleicht hat sie recht. Naja, wie auch immer. Du kommst hierher, um mit mir zu tanzen und musst dir meinen ganzen Kram anhören. Entschuldige. Samir, das ist kein Thema. Wenn du willst, wir können das Training auch verschieben. Nein, nein, lass uns ruhig schon mal anfangen. Gut, ich verspreche auch, ich werde heute nicht allzu streng mit dir sein. Und sei auch ruhig streng. Hauptsache, ich komme mal auf andere Gedanken. Wie du willst. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Und ich hab's nicht gerne getan. Frau Marquardt. Frau Seifert. Haben Sie eine Minute? Ja, natürlich. Lassen Sie uns offen reden. Haben Sie ein persönliches Interesse an Herrn Konopka? Wie kommen Sie denn darauf? Sagen wir Intuition? Gestern Abend, da hatte ich ganz dringend mit ihm eine dienstliche Angelegenheit zu besprechen. Frau Marquardt, ich habe keine Lust auf Spielchen. Dann erzählen Sie das jemand anderem. Ich erzähle es Ihnen. Lügen und Intrigen, ich habe genug davon, für immer. Was wollen Sie von mir? Wenn Sie eine Affäre mit André haben oder ihn lieben, sagen Sie es mir. Ich werde mich zurückziehen. Trotzdem werde ich nicht einfach verschwinden, nur damit du freie Bahn bei der Saalfeld hast. Du weißt doch auch, wie schnell Gerüchte ihre Runde machen. Das ist einfach zu gefährlich. Trotzdem, ich bleib hier. Das sind die Anfangszeiten für unseren Tanzkurs. Ich habe uns heute angemeldet. Hildegard, das wird nicht klappen. Wettschulden sind Ehrenschulden. Du hast die Gerüchte über mich und Frau Marquardt gehört, stimmt's? Und, ist da was dran? Glaubst du, ich würde Gefühle für dich heucheln und mich für eine andere Frau interessieren? Würdest du? Aber Sie haben einen negativen Einfluss auf Sie. Und Samias Leben ist so unkompliziert. Sie halten sich da raus! Hey, hey, hey.